Letztes Mal in Pokémon Schwert. Ihr scheint ja massig Zeit zum Plaudern zu haben. Soll ich euch vielleicht noch einen Tee aufsetzen? Schon kapiert, hast ja recht, weiter geht's. Und nun zurück ins Abenteuer. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Pokémon Schwert. In dieser kalten Stadt befinden wir uns, weil wir das letzte Mal begonnen haben, die Arena von den Arenen von den Dynamaximierten Pokémon zu befreien. Und in dieser Stadt geht es jetzt weiter. Jetzt muss ich stark überlegen, was das hier überhaupt für ein Typ war. Gestein, ne? Ja, das war hier Gestein. Was setzt man da am besten nach vorne? Apokalypse, würde ich sagen. Damit sollten wir leaden. Schauen wir mal, wie sich das jetzt ausgeht hier. Gucken wir mal, was hier in der Arena so los ist. Hey, ihr drei, bringt euch in Sicherheit. Soll das ein Witz sein? Wir sind hier, um dir zu helfen. Oh, ich sehe jetzt erst, wer ihr seid. Sorry. Nun, da Dani hier ist, kannst du dich entspannen. Ich zerbreche mir schon die ganze Zeit den Kopf darüber, wie ich mit all den wild gewordenen Dynamax-Pokémon fertig werden soll. Mit eurer Hilfe kann sich jeder von uns eines dieser Pokémon vorknöpfen. Dann nichts wie raus auf den Kampfplatz. Jo, auf geht er. Halte ich zumindest für eine gute Idee. Und wir dürfen wieder alleine antreten, weil hier wohl wieder mehrere Dynamaximierte Pokémon unterwegs sind. Wir haben es mit einem Brokkoloss zu tun. Dem ziemlich großen Brokkoloss. Sollten wir vielleicht auch direkt Dynamaxen. Und ja, was haben wir denn? 140, 130, 150. Na, dann nehmen wir doch die Dynaflut mit 150 Stärke. Auf Brokkoloss natürlich. Auf uns selbst wäre ja ein bisschen Käse. Und dann schauen wir mal, wie gut sich das hier ausgeht. Auf jeden Fall haben wir uns schon mal gut aufgepumpt. Und auf geht er. Na komm, hau raus. Ich würde schon sagen, wir werden doch wohl nicht in der Initiative im Nachteil sein, aber nein. Und das hat ordentlich reingehauen. Das ist sehr schön, es fängt auch noch an zu regnen. Dyna Dunkel kriegen wir zurück. Haut schon rein, aber reicht bei weitem nicht. Trotz, dass es sehr effektiv ist. Spezialverteidigung sinkt, das stört uns wenig, noch eine Dynaflut und der Gegner sollte erledigt sein an der Stelle. Und das war's. Wieder eine Arena befreit. Klasse Leistung, Leute. Ist auch niemand verletzt. Hui, das war eine ganz schön knappe Sache. Aber mir geht's gut, ja. So ganz alleine mit einem Dynamax-Pokémon fertig zu werden, ist eben doch kein Kinderspiel. Dass ich auf dich zählen kann, wusste ich ja schon, Dani. Aber hopp, du hast heute bewiesen, dass man sich auch auf dich jederzeit verlassen kann. Wirklich? Hopp hört solche Komplimente wohl nicht oft. Das würde erklären, warum er auf einmal bis über beide Ohren grinst. Ach, sei still, Ness. Um die Pokémon müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich werde mich gut um sie kümmern. Das reicht zwar bei weitem nicht aus, um mich bei dir zu bedanken, Dani, aber ich möchte dir wenigstens als kleine Anerkennung meine Ligakarte geben. Jo, da haben wir auch die seltene Ligakarte von Mac. Solltest du bei irgendwas meine Hilfe benötigen, dann melde dich einfach bei mir. Also dann, ich wünsche euch alles Gute und jede Menge Kraft. Ja, mal gucken. Wird man vielleicht noch brauchen. Die ein oder andere Arena steht uns ja noch bevor, ne? Scheint ganz so, als hätte sich die Lage in den meisten Stadien entspannt. Jetzt bloß nicht nachlassen, Dani. Vor uns liegt nur noch ein Stadion, in dem Dynamax-Pokémon ihr Unwesen treiben. Lasst uns das schnell hinter uns bringen. Ja, gucken wir mal. Bisher hat es ja nicht so das große Problem dargestellt. Schauen wir mal auf die Karte, wie es aussieht.
Wo müssen wir denn als nächstes hin? Achso, ja klar. Claw City. Gut, okay. Da warten die Drachen auf uns. Also ab nach Claw City. Das heißt, wir dürfen es mit einem Drachen-Pokémon zu tun bekommen. Und da sollten wir mal gucken, dass wir Eis, Drache oder Fee einsetzen. Also entweder tatsächlich Apoqualip vorne lassen oder Noctu vorsetzen. Haben wir Noctu überhaupt dabei? Ja. Also Noctu wäre auch noch eine Variante, aber wir könnten mal Apoqualip vorne lassen. Und schauen mal, was hier in der Claw City Arena abgeht und was uns hier erwartet. Oh, erstmal erwartet uns Sanya, wie es aussieht. Hey! Der Lift ist derzeit auch so... Ja. Ich will ja auch mit Sanya sprechen, nicht mit dem Lift. Ah, Dani! Jemand hat gesehen, wie die beiden Clowns durch diese Tür gegangen sind. Ah ja, die sind also da runtergefahren. Leider ist die Tür elektronisch gesichert. Die Entriegelung wird also etwas dauern. Okay, dann gehen wir mal zum Leiter davor. Hallöchen! Hey, ein Glück, dass ihr da seid! Das Stadion steht kurz davor einzustürzen. Es steckt voller herumwütender dynamaximierter Pokémon. Das liegt daran, dass die Kraft der Wunschsterne missbraucht wird. Was? Im Ernst? Also... Ach, Entschuldigung, da habe ich wieder die Stimme versemmelt. Naja, egal. Als ob wir nicht schon genug Sorgen hätten. Egal, jetzt kümmern wir uns zuerst um die Dynamax-Pokémon. Jetzt, wo ihr da seid, kriegen wir das ratzfatz erledigt. Wir packen mit an, stimmt's, Dani? Na klar doch. Na, wenn wir mal nicht das allerbeste Team sind, dann weiß ich auch nicht. Ja, das werden wir sehen. Ness, auf dich zähle ich ganz besonders. Schließlich bin ich im Halbfinale bei dir ja förmlich gegen eine Wand angerannt. Ach, ehrlich? Aha. Du bist ein Profi darin, meinen dynamaximierten Pokémon das Leben schwer zu machen. Heute sind wir keine Gegner, sondern ein Team. Wollen wir die Arbeit nicht unter uns aufteilen? Okay, jeder nimmt sich ein Dynamax-Pokémon vor und versucht es zu besänftigen. Los geht's! Okay, ein Maxax. Klingt irgendwie wie was aus einer mexikanischen Burgerkette oder so. Maxax. Naja, gut. Okay. Dynamax und Eissturm, beziehungsweise Dynafrost. Viel anderes bleibt uns ja auch nicht übrig. So, ja. Wirf mal deinen übergroßen Pokéball und dann gib's auf die Mappe. Und zwar nicht zu knapp. So, mal gucken. Ob wir ausreichend Schaden machen können. Oh, er kommt uns zuvor. Okay. Stecken wir aber ganz gut weg. Es ist also nicht das Riesenproblem. Und im Zweifel haben wir immer noch Noctu. Könnte man eventuell auch gebrauchen. Müssen wir mal schauen. Erstmal machen wir weiter, dann sehen wir. Hagel, das ist natürlich auch jetzt... ich meine, es trifft auch einen Gegner, aber für uns ist das auch... Ich frage mich immer noch, wie Apoqualip von dem Erdbeben getroffen werden kann. Das verdammte Vieh schwebt. Ich kapiere es nicht. Naja, wie dem auch sei. So, ein Angriff noch, aber da müssen wir jetzt wahrscheinlich trotzdem wechseln, weil Apoqualip würde jetzt wohl drauf gehen. Das will ich aber nicht, denn ich will, dass es die EP mitnimmt. Deswegen Wechsel auf Noctu, schon mal vorläufig. Und für die restlichen paar KP unseres Gegners sollte eigentlich auch ein nicht dynamaximiertes Noctu komplett ausreichend sein. Da wir auch eine sehr effektive Attacke haben, sollte das schon gehen. Das hat aber schon reingehauen jetzt. Dann hoffe ich mal, wir werden ihm zuvorkommen können. Nein, kommen wir nicht. So ein Mist. Oder? Doch, kann ich. Gut. Alles klar, das ist erledigt. Und damit hätten wir dann auch die vorerst letzte Arena befreit.
Mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wow, was für ein Teamwork. Das war ganz große Klasse, Leute. Noch schnell ein Foto zum Andenken. Das muss einfach drin sein. Ach, du mit deinen Selfies. Das war jetzt das Selfie. Das sah eher aus, als hättest du dein Smartphone als Fernbedienung verwendet. Naja, gut, okay. Um die Pokémon kümmere ich mich. Keine Sorge, die kriege ich im Nu wieder fit. Und Dani, wenn du je meine Hilfe brauchen solltest, sag einfach Bescheid, ja? Und die seltene Liga-Karte von Roy haben wir damit auch. Ein Wort von dir und Roy eilt sofort zur Hilfe, das verspreche ich dir. Und Dunis, irgendwann brauchen wir zwei eine Revanche, diesmal aber ohne Dynamax. Ihr habt doch eben gesagt, dass irgendwer die Wunschsterne missbraucht, oder? Ich nehme mal stark an, dass ihr in der Sache bereits Nachforschungen angestellt habt. Dann macht weiter so. Das Klaustadion ist derweil bei mir in sicheren Händen. Ja, das hoffe ich. So. Wenn ich mich nicht verzählt habe, dann hätten wir damit alle Stadien abgehakt, Dani. Jetzt müssen wir nur noch so bald wie möglich diese beiden Clowns schnappen. Richtig. Wenn wir die beiden nicht schnell genug aufhalten, könnte der ganze Käse nämlich wieder von vorne losgehen. Weil der Professor Sanya sich nicht darum kümmern, die zwei ausfindig zu machen. Wenn wir diese Typen das nächste Mal sehen, werden wir sie so richtig fertig machen. Piep, piep, piep. Klingelt da nicht gerade dein Smart-Router, Dani? Das ist bestimmt Sanya. Hey, Dani, ich bin Sanya. Ha, bin ich gut. Die beiden Clowns haben sich Zutritt zum Klaustadion verschafft und stehen gerade vor dem Eingang zum Energiewerk. Die Tür dorthin ist zwar verschlossen, aber ich bezweifle, dass die Verriegelung ein ernsthaftes Hindernis für sie darstellen wird. Alles verstanden? Kommt zum Klaustadion und beeilt euch. Wir stehen mittendrin, du Pfeife. Wir sind 5 Meter von dir entfernt. Ich glaube, Sanya hat uns gerade übers Telefon mehr als deutlich gemacht, wie die Lage steht. Im Stadion von Claw City werden wir schon mal. Wir sollten zum Eingang vom Energiewerk gehen. Ja, der ist 5 Meter entfernt. Ja, da. Hallo Sanya, ich war gerade schon mal bei dir. Huch, da bist du ja schon wieder. Ich brauche noch eine Sekunde, okay? Irgendwas stimmt hier nicht, aber ich hab's sicher gleich. Und jetzt macht das Voldi garantiert Britzel mit der Steuerung, genau, und brennt die durch und jetzt geht gar nichts mehr. Nee, natürlich wird der Aufzug jetzt funktionieren. Was? Die Tür wurde entriegelt? Ich wusste schon immer, dass du ein kleines Genie bist, Voldi. Gut gemacht. Ja, einfach mal schocken, das Ding. Die beiden Clowns sind da drin, wir müssen vorsichtig sein. Okay, also soll ich jetzt da reingehen, ja? Na dann, nehmen wir uns die mal vor. Mein Team ist zwar angeschlagen, also da muss ich jetzt auch erstmal gucken. Vielleicht doch mal ein kleines bisschen heilen. Nee, keine Bälle, sondern Tränke. Ja, da verteilen wir mal 2 Top-Tränke und gut ist. Passt schon. Bevor wir jetzt erst ins nächste Pokémon-Center rennen, das wäre auch Käse. Also. Feuer frei hier. So, wo sind denn die beiden Spinner? Aha. Oha, oha. Es ist dir also gelungen, die Lage in den Stadien wieder in den Griff zu bekommen. Auch die Türverriegelung scheint kein Hindernis für dich gewesen zu sein. Nichts anderes hätte ich von einem Champ erwartet. Los, meine Lakaien, etwas Begeisterung über diese ach so mutigen Taten, wenn ich bitten darf. Was? Was stimmt denn mit denen nicht? Ist ja total gruselig. Warum zwingt ihr Pokémon zu deiner Maximierung? Der Grund dafür sind diese Ammenmärchen, denen ihr Glauben schenkt. Aber wir werden allen die wahre Natur von Zachian und Zamazenta offenbaren. Zachian und Zamazenta haben Galar vor dem Untergang bewahrt. Ha, leichtgläubige Narren. Seit ich denken kann, wurde uns stets als den direkten Abkömmlingen der Helden gehuldigt. Doch damit war es schlagartig vorbei, als ihr Unruhestifter Galar vor Endenalas gerettet habt. Und dann musste diese Professorin ja auch noch mit ihrem Buch ihren Senf dazugeben. Ja, ganz genau. Aber ehrlich mal, was ist nur so? Sie sollten sich schämen. Was? Wait, what?
Von einem auf den anderen Tag hat sich die Geschichte geändert. Plötzlich sollen diese Pokémon die Helden gewesen sein. Zu was würde uns das machen? Wollt ihr damit sagen, dass unsere ehrbaren Vorfahren nichts als Lügner waren? Ihr seid tatsächlich die Nachfahren der Könige Galars. In der Tat, so war es stets und so möge es auch auf ewig bleiben. Die Geschichte in ihrer bisherigen Fassung war die Wahrheit. Und die Wahrheit bedarf keiner Neuinterpretation. Sich lächerliche Geschichten über neue Helden aus den Fingern zu saugen, das ist alles völliger Unsinn. Das stimmt nicht. Ich habe in meinem Buch nicht gelogen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sakian und Samacenta schon seit uralten Zeiten über die Galar-Region wachen. Wenn dem so ist, machen wir doch die Probe aufs Exempel, um zu sehen, welche Version der Geschichte die wahre ist. Sollte es sich bei diesen Kreaturen wirklich um die wahren Helden Galars handeln, müssten sie eine geballte Ladung an Galar-Partikeln doch mit Fassung tragen können, oder? Aber klar doch, jetzt dämmert's mir. Der ganze Zirkus mit den Dynamax-Pokémon, das waren Testläufe fürs große Finale. Habt ihr völlig den Verstand verloren? Ihr wollt die beiden allen Ernstes zum Ausrasten bringen? Schön, dass wenigstens einer hier seine grauen Zellen mit Sauerstoff versorgt und mitdenkt. Nur kommt die Erkenntnis leider ein klitzekleines bisschen zu spät. Mein herzallerliebstes kleines Brüderchen trifft oben nämlich bereits die letzten Vorkehrungen, während wir hier heiße Luft produzieren. Das lassen wir nicht zu. Ohohoho. Spielt ihr etwa mit dem Gedanken, den Lift nach oben zu nehmen? Genialer Plan, es gibt ja nur ein Problem. Zuerst müsst ihr noch an uns vorbei. Na und? Jetzt kannst du dich an den Pokémon ergötzen, die ich eigens für diesen Kampf trainiert habe. Okay, dann hau mal raus, Schwerthold. Lauchzelot, ja. Na gut, da bin ich mit Apokalypse jetzt wenig gut aufgestellt. Wobei, doch. Funktioniert eigentlich alles ganz gut. Dann nehmen wir einfach das Stärkste, was uns zur Verfügung steht, nämlich die von Tränen. Und das sollte zumindest mal zumindest einen ordentlichen Schaden verursachen. Kommt uns halt erstmal mit Laubklinge, was sehr effektiv ist und wir fast drauf gehen. Ach, das war ein Critical Hit, alles klar. Gut, dann werde ich nach dem Angriff mal lieber das Pokémon wechseln. Das bringt ja fast gar nichts. Ja klar, das richtet sich ja wieder nach EP. Gut, Nun lasst uns doch mal wieder Endynalos auspacken. Das war dann wohl nichts, mein lieber Schwerthold. Was haben wir denn da so Schönes? Ja, Dynamax-Kanone, die fetzt. Feuerfrei! Aufs Maul, Junge! Bronx, jawohl, na das war doch schon mal ganz ordentlich. Da kannst du jetzt Schwert tanzen, wie du lustig bist. Am Ende kommt nur noch ein leises Quack aus dir raus, mein Freund. So, den Rest machen wir jetzt mal einfach mit einem Flammenwurf, das dürfte genügen. Oh, und Schüssen, damit das Lauchzelot erledigt. Und wir trainieren gleich Glurak noch ein bisschen, das ist sehr schön. Cesurio! Was war denn das jetzt wieder für ein Vieh? Na, da bleibe ich lieber erstmal drin. Ich kann mich nämlich nicht mehr an den Typus erinnern. Ah, du bist doch Kampf, gell? Muss Stahlkampf sein, weil Flammenwurf ist sehr effektiv. Deswegen kriegt er den auch direkt mal um die Ohren gehauen. Ein Dynalos ist aber auch heftig stark, gell? One-Hit-KO. Und wir haben ja nicht wirklich einen Level-Vorteil an der Stelle. So, gleich wieder ein Level-Up für Riffex und Glurak. Grimasse? Nö. Da haben wir jetzt Duokles. Geist ist da mit drin, aber ist denn auch Stahl mit drin? Das ist die Frage.
Aber ansonsten könnte man nur mit Geist und Unlicht sehr effektiv angreifen. Ich bleibe erstmal drin und check mal die Lage. Ja, ist auch Stahl mit drin, also ist sehr effektiv der Flammenwurf. Können wir machen. Auch wenn es im Verteidigungsmodus ist, sollte das gut reinhauen. Und das war trotzdem One-Hit-KO. Ach nee, ist es ja gar nicht. So ein Blödsinn, ich habe ja Unsinn erzählt. Duokles macht das ja gar nicht. So. Tektas. Du hast doch auch Stahl, oder? Warum hast du es denn so eilig? Lass uns doch in Ruhe unseren Spaß haben. Ja, hau mal deinen Tektas raus. Nee, da war kein Stahl mit drin, aber der Flammenwurf wäre trotzdem effektiv. Ich nehme aber trotzdem zur Sicherheit eine Dynamax-Kanone, die ist stärker. Tiefschlag, ja, bringt es nicht so viel. Das Vieh ist aber wirklich ultra stark, eigentlich ist das total unfair, was ich hier mache. Aber ich möchte auch vorankommen in der Story, um ehrlich zu sein. Gut, noch ein Angriff, dann sollte das erledigt sein. Ja, gib mir halt mal eine Ohrfeige. Wobei, wo hat das Vieh eigentlich seine Ohren? Das kann man ja auch nicht so genau sagen, ne? Juti, ja, jetzt hätten wir Hammer einen Critical Hit, na prima. Das wäre doch jetzt sowieso ein KO geworden. Naja, gut. Ja, wieder ein Level Up für Glurak. Und damit ist Schwerthold erstmal erledigt. Ja. Oh, meine noblen Pokémon. Aber 12-8 rückt er raus, also geizig ist er nicht, gell. Wobei, für einen Adel ist das fast schon zu wenig. Hätte ich noch eine 0 mehr vor dem Komma erwartet. Verloren? Ich? Wie ist das nur möglich? Wir haben die Meute vertrieben. Jetzt heißt es ab nach oben. Jede Sekunde zählt. Was schreit denn da? Eins von den Legis, ha? Was war das? Ich würde sagen, eins von den Legis. Ah, offenbar hatte mein Brüderchen ausreichend Zeit, um den Plan zu vollenden. Gehen wir. Okay, das war also wieder mal nur Zeitschinderei. Gut, dann ab nach oben. Ich habe es vollbracht, Bruder. Die Kreatur hat sich tatsächlich vom rostigen Schild anlocken lassen. Ah, okay. Dann musste ich ihr nur noch eine ordentliche Ladung an Galarpartikeln verpassen. Okay, das ist nicht gut. Hat er das jetzt böse gemacht? Wie konnten Sie das nur tun? Sehen Sie nicht, wie schmerzhaft das für Zamasenta ist? Und das alles nur, weil ich nicht verhindern konnte, dass Sie den rostigen Schild stehlen. Der Schleier ist gefallen und seine wahre Natur offenbart sich in all ihrer rohen Gewalt. Ja, ob das seine wahre Natur ist, ich bin da nicht so sicher, mein Lieber. Diese Bestie soll also euer edler Held sein. Jetzt zeigt sich, wer die wahren Könige der Galarregion sind. Das Norfeige bekommen, richtig so. Brüderchen? Ich bin nicht dein Ziel. Du sollst an deinen Zorn an der Stadt und ihren Einwohnern auslassen. Aha. Es versucht verzweifelt, seine Kraft im Zorn zu halten, doch es will ihm nicht gelingen. Zamasenta! Ich hatte gehofft, wir könnten ähnlich vorgehen wie bei den Dynamax-Pokémon. Jetzt haben wir es aber mit einem legendären Pokémon zu tun. Falls du vorhast, es zu fangen, würde ich dir davon abraten. Ich geht's nur ungern zu, aber ich glaube, du bist die Einzige, die dieser Situation gewachsen ist. Mach dir keine Sorgen, Dani, ich kümmere mich darum, dass hier alle in Sicherheit sind. Konzentrier du dich darauf, Zamasenta zu besänftigen. Dani, es greift an! Okay, also das dürfen wir offenbar nicht fangen, wir dürfen wohl nur das Schwert-Pokémon fangen, soweit ich mich erinnere, ja. Das Schild-Pokémon ist dann wohl meiner Freundin vorbehalten. Zamasenta geht dann nicht an mich und ich muss Apoqualip ganz dringend austauschen. Level 70! Oho! Die Frage ist, was für ein Typ ist Zamasenta eigentlich? Hätte ich mich vielleicht mal informieren sollen, um da jetzt gegen anzukommen. Aber gut, wir haben ja einiges sehr Effektives. Dann Noctu rein. Na klar doch.
Knirscher. Das könnte reinhauen. Ich meine, das ist auch sehr, sehr hoch gelevelt. Oh ja. Dann kann ich eigentlich nur hoffen, dass wir jetzt in Sachen Angriff schneller sind. Also in der Initiative im Vorteil. Okay, mach das mal Eisenabwehr. Aber unsere Initiative ist an sich schlechter. Keine Wirkung? Das stand doch gerade sehr effektiv. So eine Scheiße. Dann aber jetzt mal schnell fliegen, damit wir hier aus dem... Ah, Mist. Das klappt nicht. Okay, Noctu ist raus. Scheiße. Jetzt muss ich überlegen. Sprungfeder wäre noch sehr effektiv. Und Flunschlick hat auch eine gute Verteidigung. Wir probieren das mal. So. Mal schauen. Knuddler. Ich meine, du bist flauschig genug. Ich würde dich auch knuddeln, aber ja. Ist jetzt gerade im Moment irgendwie nicht das Ziel. Ah, der steigert seine Verteidigung immer weiter. Das ist nicht gut. Oder ist das überhaupt... Nee, warte mal. Das ist doch das, was wir fangen können, oder? Also... Ich überlege gerade wirklich, ob ich es nicht doch versuchen sollte. Ist es oder ist es nicht? Nee, ich glaube, ist es nicht. Sollte ich vielleicht jetzt doch ein Dynalos rausholen? Ich mal mir ansonsten keine großen Chancen hier aus. Ich muss es besiegen. Ich glaube nicht, dass das... Nee, Zakian ist das, was ich ins Schwert kriegen müsste. Na, selbst da haut's noch gut rein, ja. Ich heil mich erstmal. Zur Sicherheit. Top-Trank hier. Einmal auf Endynalos. Gut. Der macht nochmal Eisenabwehr. Erstmal eine Dynamax-Kanone. Knirscher. Okay, wir stecken es aber ganz gut weg. So, jetzt geht's doch ein bisschen voran hier. Das Ganze machen wir nochmal. Der zieht nämlich auch gegen Endynalos gut ab. Also, muss ich schon sagen, das ist ordentlich. Aber wir kommen der Sache näher. Flammenwurf hinterher, das sollte reichen. Wenn wir denn den Eisenschädel wegstecken, aber wir müssten das genau gerade so aushalten. Wenn es jetzt natürlich ein Critical gewesen wäre, dann hätten wir ein Problem gehabt. Definitiv. Gut. Das gibt auf jeden Fall ordentlich EP. Level up für Endynalos und Flunschlick. Ist ja auch nicht schlecht. Okay. Sag mal, Santa, ist alles in Ordnung mit dir? Vorsicht, Hopp, pass auf! Oh. Wir kriegen Hilfe. Und dich können wir fangen, oder? Zakian? Die diskutieren jetzt ein bisschen. Danke, dass du mich gerettet hast, Zakian.
Es scheint seine Kraft noch immer nicht ganz kontrollieren zu können. Ich mache mir große Sorgen um Summer Center, Dani. Ich muss ihm einfach hinterher. Ja, mach das mal. Ich schnapp mir in der Zwischenzeit Saki an. Und das gibst du jetzt auf der Stelle zurück. Das gehört Summer Center. Oh weh. Hopp holt sich den rostigen Schild zurück. Okay. Tja, da hat der Adel wohl nicht mehr ganz so viel zu melden, oder? Nein. Ich flehe dich an. Verschone meinen kleinen Bruder. Warte. Zakian starrt mich an. Okay. Oh, forderst du mich gerade heraus? Sieht so aus. So bewältigt man eine Krise als Champ. Respekt. Ich glaube, es wartet auf dich. Jupp. Dann machen wir gar nicht viel Aufhebens. Zachian betrachtet dich ruhigen Blickes. Nimmst du das rostige Schwert zur Hand, um Zachian zu fangen? Ja. Ich will haben. Zachian erscheint. Und jetzt hat's auch das Schwert im Maul. Und hier fackeln wir gar nicht erst lange rum. Denn für was sonst sollen wir einen Meisterball haben? Für was anderes brauchen wir ihn sowieso nicht. Und die anderen können wir dann... Andere starke Pokémon können wir immer noch mal so versuchen zu fangen. Her damit! Ich will es haben. Na also, wen wundert's? Damit haben wir Zakian! Sehr schön. Und Aperqualle erreicht Level 66. Glurak Level 41. Und wir bekommen unseren Eintrag zu Zachian. Das Krieger-Pokémon vom Typ Fee. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Gut. Heldenhafter Krieger. Dieses Pokémon gilt als legendärer Held. Es nimmt Metall auf, wandelt dies in eine Waffe um und kämpft damit. In mein Team. So, was schmeißt man raus? Flunschläger? Oder? Ja, komm, Flunschläger kann raus. Den Putersand nehmen wir wieder ab. Und mit diesem Fang... Oder kommt... Na, noch nicht ganz. Entschuldigung. Wow, wirklich beeindruckend. Der wahre König hat dich für würdig befunden. Nee, das war der Meisterball. Oh. Wir wurden Zeugen eines noblen Kampfes. Ich habe nur einen Meisterball geworfen. Ich schäme mich regelrecht dafür, dass wir die ganze Zeit nichts anderes im Sinn hatten, als uns darüber zu streiten, wer die wahren Könige sind. Du da, Zackenschopf. Freundlich und zuvorkommend wie immer, oder? Was? Mein Bruder und ich werden für unsere Taten Buße tun. Führe uns sogleich an einen angemessenen Ort, an dem wir Abbitte leisten können. Für Kerle, die ihre Taten angeblich bereuen, schubst du uns ganz schön rum. Ach, ja, was soll's. Dani, mittlerweile habe ich einen Eindruck davon, was du wirklich drauf hast. Und ich muss sagen, du hast dir den Titel des Champs wirklich verdient. Aber bitte, ich bitte dich, lass mich zumindest für eine Weile in Frieden. Ich hab da nämlich ein Muster erkannt. Immer wenn du mich sehen willst, ist Ärger im Verzug. Jetzt krieg ich das seltene Liga-Karte von Ness, alles klar. Okay. Professor Sania, ich kann nicht von Ihnen verlangen, dass Sie mir verzeihen. Trotzdem möchte ich mich aufrichtig dafür entschuldigen, dass ich Sie hintergangen und belogen habe. Anfangs hat mich das auch ziemlich getroffen, keine Frage. Aber mittlerweile denke ich, Schwamm drüber. Das hake ich einfach als eine Sache ab, aus der ich was für die Zukunft lernen konnte.
Und das meine ich nicht sarkastisch, okay? Puh, nun, dann wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Erfolg. So, damit hätten wir die beiden nicht ganz so lustigen Clowns erfolgreich aufgehalten. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass Summer Sander nichts passiert ist. Beep, beep, beep. Daniel, den Smart Rotom, das könnte Hopp sein. Daniel, also ich bin gerade... Hey, jetzt beruhig dich doch. Oh, ich glaube, Hopp hat ein Problemchen. Hast du das gehört? Summer Sander ist auch bei mir. Ist alles okay? Wenn Summer Sander herumwütet, ist es nicht gerade gemütlich, aber es geht schon. Kannst du vorbeikommen, Dani? Ich könnte deine Hilfe gut gebrauchen. Ich warte im Inneren des Schlummerwaldes auf dich. Bis dann. Ah, okay. Bei Hopp scheint es ja wieder drunter und drüber zu gehen. Also, alles wie immer, schätze ich. Auch Sagian scheint sich Sorgen um seinen Partner zu machen. Wir sollten Summer Sander und Hopp besser nicht zu lange warten lassen. Also los, auf zum Schlummerwald. Na klar doch. Das machen wir dann in der nächsten Episode von Pokémon Schwert. Und wir haben unser zweites legendäres Pokémon gefangen. Die Arenen sind befreit. Die beiden Spinner vom Adel, ja, gehen jetzt Buße tun. Und wir werden hoffentlich, nachdem wir Hopp nochmal fix aus der Patsche helfen, in Frieden unserer Karriere nachgehen können. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Gehabt euch wohl. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin. Haut rein.